Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Zollsimulator Contraband Police. Das erste Video zum Spiel kam sehr gut bei euch an. Viele von euch haben geschrieben, Mensch, das sieht ja ganz witzig aus, gern mehr davon. Deswegen gibt's heute mehr. Es ist nämlich eine erweiterte Demo-Version, die Prolog-Version vom Spiel rausgekommen. Kann man auch wieder kostenlos spielen und die schauen wir uns heute mal an. Und hier vorne sehen wir schon die Verdächtigen des Tages. Das ist zum einen hier ein Zawit, so heißt das Auto, und zum anderen ein Boris. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. So, und ich würde sagen, Schichtstart. Wir lassen den ersten rein in die Grenzkontrolle. Einmal vorfahren, bitte. Moin. So, sieht ja von außen erstmal ganz gut aus. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass Ihre Scheibe... Aha! So, Lux... Also, wir haben hier offensichtlich schon den ersten Verdächtigen geschnappt. So. Sie haben es gehört. Ja, da gucken Sie ein bisschen bescheiden weg, ne? Hier sind mal Ihre Dokumente. Dankeschön. Was haben wir denn da? Ach, da haben wir den Zawit. Ja, dann darf ich Sie mal bitten, auszusteigen, ne? Grüße Sie. Hallo. So, jetzt brauchen wir erstmal ein Tool, um das Ganze aufzumachen. Das ist das Messerchen hier. Ich bin mal so frei, ne? Keine Sorge, ich mache nichts kaputt. Wir gucken erstmal, ob sich der Verdacht erhärtet im Handschuh. Ah ja, was haben wir denn da? Was haben wir denn da Schönes? Gut, das nehmen wir schon mal mit. Ah ja, genau, Schapota. Hier scheint ich zu sein. Ah. Ach, da kommt schon das nächste Alkoholfässchen raus. Ja. Keine Ahnung, was so geredet wird, aber wir machen einfach mal. Leute, haben sie auch noch ganze Waffenarsenale mit. Ja, ja, da, zu Recht gucken sie da so weg. Und eine kleine Granate ist auch noch mit dabei. Klassisches Handgepäck für eine Grenzkontrolle. Sie sind bestens vorbereitet. Ach, was haben wir denn da? Aber da haben sich keine Mühe gegeben, ne? Und hier auch noch. Mensch, also... Ein bisschen mehr Mühe beim Verstecken hätte man sich schon geben können. Ah, ich will da nicht rauskommen. Gucken, wie ich das da rausbekomme. Na? Guck mal, vielleicht gerade nicht das von hier ausgreifen. Ja, so. Dann machen wir hier mal noch auf. Ach, was haben wir denn da? Das ist ja hier ein großer Wunderschrank. Ein Kanister nach dem anderen. So, hier kann ich nicht... Ah doch, hier kann ich auch noch aufmachen. Ach, noch mehr Alkohol. Mensch, wollten Sie die ganze Republik versorgen, oder? Wie kommt es dazu? Sind Sie der offizielle Alkohollieferant hier? Ich geh nochmal hier hin und gucken wir uns das hier nochmal an. Den Sitz. Ja. Ach, nanu. Bis jetzt fand es ja noch einigermaßen witzig, aber da verstehe ich gar keinen Spaß. Na, no. Dann gucken wir hier nochmal. Also. Okay, ich glaube, hier gibt es dann nichts mehr. Dann gucken wir nochmal schnell hier vorne. Aber es stand ja da, glaube ich, Cabin da vorne, ne? Auf dem Zettel. Hier ist nichts drin. Hier passt auch alles. Ja, was soll ich sagen? Ich habe Massen an Alkohol gefunden. Das ging etwas über den Eigenbedarf hinaus, möchte ich mal ganz vorsichtig sagen. Ich habe Zigaretten gefunden und ich habe Waffen und Kokain gefunden. Was meinen Sie, was jetzt passiert? Richtig, 100 Punkte. Klick, klack, Tschüssikowski. Das war's. Also, wenn das kein Grund ist, den festzunehmen, dann weiß ich es auch nicht. So. Zack, Tschüssikowski. Magazin. Dann tun wir das alles mal hier rein. Das kennen wir noch aus dem letzten Video. Und dann machen wir die ganze Geschichte wieder zu. Und kümmern uns um die nächsten. Ah, wir müssen erstmal zum Aspirant Maximov. Damit er die ganze Geschichte hier wegfährt. So, jetzt haben wir aber... Müssen wir einmal erstmal nochmal zu unseren Tools. Wir haben dieses Werkzeug, wir haben eine Brechstange und wie in jedem deutschen Zollamt auch zu finden. Wie in jedem deutschen Zollamt auch zu finden eine Forke, eine Mistgabel.
Gut, dann der nächste bitte. Und da kann ich erstmal mein Notizheftchen hier rausholen und notieren, Sie haben ein kaputtes Licht hier vorne, ne? Das wissen Sie hoffentlich. Ach, hinten auch noch eins. Kann ich direkt nochmal notieren. Bevor ich jetzt auf den komme. Ah, hier haben wir auch noch ein Broken Window. Ja, da haben Sie ja wirklich... dass Sie sich hier noch in die Kontrolle trauen, ne? So, einmal Ihre Papiere bitte. Herzlichen Dank. Müssen Sie gar nicht so barsch reagieren, das ist mein Job hier. So. Also, das sieht ja nicht gut aus. Was haben wir hier noch? Ah, das matcht immerhin. Ja, entweder hat sich jemand verschrieben oder da ist tatsächlich irgendwas im Argen. Da stimmt wohl irgendwas nicht. Also, da mit dem Namen... Da ist irgendwas nicht ganz richtig. Da müssen wir gleich mal schauen. Wie sieht's denn... Achso, das kann man nicht matchen, aber mit dem Ablaufdatum sieht's, glaube ich, noch gut aus. Jo. Work ist auch erstmal nicht verdächtig. Die Passportnummer stimmt auch. Was haben wir hier noch so alles? FFE und BU zum Schluss. Das sieht gut aus. Ja, ja. Jetzt wären wir nicht frech hier, ne? Sie sind mehr als auffällig. Ja, was mache ich jetzt mit Ihnen? Also ich finde, vermutlich dürfte ich Sie jetzt reinlassen. Aber ich glaube, wenn der Name falsch ist, kann ich Sie ja unmöglich passieren lassen, oder? Ich habe heute meinen unsozialen Tag. Sie kommen leider nicht rein. Ataio. Ja, ja, genau. Sehen Sie mal, ich habe hier noch mein Messer in der Hand. Will mal wegstecken. Wirkt abschreckend. So, nächster bitte. Vermutlich war das die falsche Entscheidung, aber was denkt da, wer er ist, dass ich hier mit falschen Papieren reinkommen kann? Und vor allen Dingen... Ah! Okay, es war justified. Okay, das wusste ich nicht. So, ich grüße Sie, hallo. Ich hätte gern... Ah, Moment, ich gucke mir erstmal Ihre Karre an. Macht aber von außen erstmal einen ganz guten Eindruck. Ja, das sieht gut aus. Also technisch erstmal keine Auffälligkeiten. Dann geben Sie mir mal Ihre Dokumente. Sarashta, genau. So, also, wir haben einen Grasduk, der steht nicht auf unserer Liste hier. Ne? Leute, wieso kommt ihr denn hier alle mit den falschen Papieren hier rein? So, Passportnummer, wir haben auch überhaupt keine Entry, Papers hier, oder? Aber hier stimmt irgendwas nicht. Das matcht. Nationality. 8614JS. Das stimmt. Wiege den nochmal. 3400, das geht aber glaube ich auch. Ja, zugelassen. Also ich, da stimmt irgendwas mit Ihren Papieren nicht. Ich, so gern ich Sie auch mag und so gern ich den Zustand Ihres Fahrzeugs mag, der ist nämlich außergewöhnlich gut, kann ich Sie leider nicht reinlassen. Ich glaube, das geht nicht. Ja, das werden wir gleich sehen, ob ich einen Fehler gemacht habe. So, der nächste bitte. Armer durchfahren. Sieht eigentlich auch so optisch ganz gut aus, ne? Bis auf die rostigen Reifen. Da weiß man auch gar nicht, warum die Reifen eigentlich rosten. Also, das ist auch so ein bisschen... naja. Ah ja, wer mich schon so freundlich begrüßt, der hat mit Sicherheit kein Dreck am Stecken. Je freundlicher die Begrüßung... Ah, der Vehicle-Typ, der ist nicht auffällig. Sieht gut aus. Osman, Korkmatz, Kokrams, irgendwie so ähnlich. Oh, das sieht ja, bei Ihnen läuft, ne? Passt. Was haben wir hier noch so Schönes? Das ist Quatsch. Oh!
Ihr Passport ist abgelaufen. Guter Mann. Was muss ich denn jetzt hier? Pass Expiration. Hier. Das so nicht, mein Junge. So nicht. So nicht. Was haben wir hier noch so alles? Ich erlaube mir mal in ihr. Sagen Sie mal, hier wurden Sie mit Stein beworfen oder wie ist das zu erklären? Also zweimal Broken Windows. Also hier stimmt irgendwas auch nicht, ne? Ah, danke fürs Aussteigen. Die Lights funktionieren immerhin noch. Aber die Scheiben sind ja alle kaputt. Ja, also ich glaube, wenn der Pass abgelaufen ist, dann darf man, glaube ich, auch nicht passieren, oder? Ich glaube, ich muss sie abweisen. Komm, haben wir wenigstens einen, den ich heute ins Lande lassen kann? Ja, ah, es tut mir ja leid. Es tut mir leid. Checken Sie selbst mal. So, nächster bitte. Da ist auch Lackfarbe Rost. Ah nee, das ist ja, das sah von hier aus rostig aus. Ateitsche. Ist ein bisschen Zucht da im Auto, ne? Mit fehlender Frontscheibe. Also, ich notiere schon mal zwei Scheiben kaputt. So. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wie das Auto hieß. Boris. Okay. Ah, dann geben Sie mal Ihre Dokumente bitte. Ja, genau. Dankeschön. So, was? Ach ja, da haben wir doch den Boris. Borisov. Dann gehen Sie mal einmal kurz bitte raus. Sie sind auf unserer Liste. Das ist der sogenannte Jackpot, wie wir unter Zollbeamten sagen. gehen Sie mal einmal raus. Und dann muss ich mir leider mal, ich glaube, dieses Werkzeug hier nehmen. Ich bin mal so frei, ne? Sie können auch gern zugucken. Gucken Sie mal, wie ich jetzt Ihre Reifen zerstöre. Ah, ich glaube, ich muss ein bisschen... Ach, was haben wir denn da? Da fällt mir schon die erste Waffenladung raus. Ein Ding, ne? Ja, ja. Da würde ich auch diese Geste machen. Was haben wir hier noch? Hier ist nichts. Na? Och! Wie Ostern hier. Ja, sonst kommt da wohl nichts raus. Und noch ein bisschen mehr Alkohol. Also Alkohol haben wir auf jeden Fall schon mal in rauen Mengen. Das möchte ich da aber auch nochmal... Lassen Sie mich mal kurz hier... Oh. Zack, zack, zack. Ja. Da wird man auf einmal ganz ehrfürchtig, ne? Was Ihnen jetzt blüht, in Ihrer Haut möchte ich nicht stecken. Das wird unangenehm, glaube ich. Hier in diesem Lande. Gut, hier drin ist aber nichts mehr, soweit ich das beurteilen kann. Ich mach mal nochmal hier mit dem Messer, hake ich nochmal einmal rein. Ja, 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 ja. Aber hier ist nichts mehr. Okay, dann wissen Sie, was Ihnen blüht, ne? Das, Sie sehen so seriös aus, mit Ihrem netten Pulloverchen hier, mit Ihrem Schuhwerk, mit Ihrem Bärtchen. Aber... Ich lass mich nicht täuschen. Nicht mit mir, mein Jung. Zick, zack. Ja, zieh im Jachowe. Gut, dass ich Ihre Sprache nicht spreche. Verstehe ich auch die Beleidigung nicht. Sehr schade. So, okay. Dann machen wir die Tür hier wieder zu und tragen das hier alles ein. Und werden... So. Werden... Hier auch zu machen und vermutlich unsere Schicht abschließen. Nachdem der Admirant, weil hier steht ja niemand mehr, nachdem der Admirant oder wie er hieß, alles gesäubert hat. Gut, damit ist unsere Schicht auch schon beendet und ich würde sagen, wir warten bis zum nächsten Tag und gucken uns dann mal an, was da zu tun ist. Ah, wir haben ein bisschen, aber wir haben kaum Fehler gemacht. Ja, macht er nicht zum ersten Mal hier. Dann gucken wir uns mal an, was heute zu tun ist. Was wir heute so an der Grenze finden.
Es wird später übrigens, habe ich mir sagen lassen, richtig spektakulär. Ich möchte niemanden spoilern, aber es soll auch eine kleine... Oh. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Heute kein... Und wir müssen noch zu... Okay. Passt auf. Wir haben offensichtlich heute mal einen Tag abseits der Grenze. Mal gucken, wie das jetzt gleich alles funktioniert. Aber ich glaube, wir müssen unsere Boys hier transportieren. Ich grüße euch. Mahlzeit. Ich habe schlechte Nachrichten für euch beide. Für euch geht's heute laut dem Spiel hier ins Arbeitslager. Das, ja, mal gucken, was das ist. Aber wir lassen die einfach mal zum Poliska bringen. Nicht überarbeiten, ne? Hans-Dieter, nicht überarbeiten. Ah! Wir scheinen auch... Ah, wir müssen noch unsere Schmuggelware, also die Contraband, müssen wir noch mitnehmen. Ich weiß nicht, in welchem Land das hier spielen soll. Also ich verstehe die Sprache nicht. Es wird ja alles hier auf Englisch übersetzt, aber ich weiß nicht, in welchem Land das spielen soll. An dem Moment. Sorry. Wollte nicht hier beim Mittag stören. aber das scheint ja alles ein bisschen rudimentärer zu sein, ne? Also, nee, wir nehmen das jetzt alles mal so mit und den Rest müssen wir dann gleich nochmal holen. Wir scheinen nämlich die ganze Schmuggelware auch in den Transporter zu bringen. Und dann müssen wir damit irgendwas machen und dann werden wir erstmal die Gefangenen absetzen später und werden zu Vladus... Ah, Scheuer. Guten Tag, hallo. Müssen dann irgendwie zu Vladus Store, wurde da eben angezeigt, was auch immer das ist. Ach, wir haben eine Axt. Die nehme ich doch gerne mal mit. So. Ja, ja, wir haben ja noch mehr, liebe Leute. Den Tag nicht vom Abend loben. Wir haben noch mehr. Hat die besten Jahre echt schon hinter sich hier in das Gebäude, ne? So, dann wird das auch alles nochmal rüber transferiert. Und dann haben wir es. Tür zu. Und ab die Post. Fanden sie alle unverständlich, dass ich die Autos durchsuchen wollte. Verwunderlich. Ah, Moment, ich habe ja... Ich muss noch kurz die Tür zumachen hier. Ich habe ja noch Waren dabei. So. Zack. Und jetzt kann ich mich hier allerdings reinsetzen. So, jetzt müssen wir mal gucken, was jetzt hier genau zu tun ist. Also, wir müssen einmal auf die Karte gehen und dann müssen wir zum Labor Camp. Okay. Ich nehme mal die Anzeige ohne irgendein Messer. Und dann fahren wir los. Festhalten bitte. Anschnallen nach Möglichkeit. Ah ne, geht ja gar nicht. Oder ich weiß nicht, wo die Gefangenen jetzt genau untergebracht sind. Das hat man ja nicht gesehen. Wie muss ich denn fahren? Ich muss hier einmal rechts fahren und dann die Straße noch geradeaus. Okay, dann machen wir das mal. Bin ich mal gespannt. Steuert sich jetzt nicht so wahnsinnig gut hier das Auto, aber es reicht für ein Spiel dieser Art. Ich finde es auch, also sie sind natürlich nicht realistisch, also keine Ahnung, wie Grenzkontrollen in anderen Ländern so ablaufen, aber ich glaube nicht, dass das hier so realistisch ist. Das wird ja schon alles wesentlich korrekter sein, aber lustig ist es allemal. Das kann man nicht abstreiten. Oh nee. Ist das hier so eine Falle, um die Gefangenen zu... Looks like the last storm has knocked three. Take the axe from the trunk and get rid of the obstacle. Ich glaube, wir haben... Müssen wir jetzt einfach hier... Oh ja, natürlich, klar. Auch hier, bei jedem deutschen Zollbeamten zu finden, eine Axt für die unbeschwerte Durchfahrt.
Oh, danken Sie mir später. Danken Sie mir später. Harte Arbeit musste ich hier erledigen. So, einmal wieder Engine anmachen und weiter geht das. Ach, der Hippie-Bus ist auch da. Grüße. So, wir müssen in die Richtung fahren. Da, was ist das denn hier? Wie heißen diese Figuren nochmal, wo eine kleine, wo ganz viele Figuren übereinander verpackt sind? Matroschka oder so? Ähnlich sehen die aus. Nee, wie heißen die denn nochmal? Ich hab's vergessen. Okay, this is the place. Stop next to the gate and give order to transport all prisoners, then get back to the vehicle. Okay, wir müssen offensichtlich irgendwie anleiten, dass die alle rauskommen hier. Mal gucken. Hier hinten. Ah! Grüße! Ich hab nochmal schlechte Nachrichten. Wir sind angekommen. No entry for unauthorized people. Protected area. Oh wei. Ja Jungs, war es das wirklich wert? Ich frag nur. Gut, einmal bitte. Ab. Und ab. Dafür werden wir bezahlt, dass wir die transportiert haben. Na klar, ich habe keine Fragen mehr. Next visit Vlados Shop to buy some tools. Remember, no tools, no contraband. Okay, jetzt müssen wir einen mehr oder weniger seriösen Shop besuchen, um Tools zu kaufen. Was ist das hier? Okay, dann machen wir das mal. Man muss sich dem einfach hingeben. Keine Fragen stellen. Das ist hier durchaus empfehlenswert. Haben wir auch... Ne, Hub haben wir nicht. Ah, doch. Die fahren sogar zur Seite. Ach, du liebe Zeit. Okay. Wir haben sogar eine Sirene hier. Nicht schlecht. So, aber ich nehme mal an, dass wir jetzt hier irgendwie links fahren müssen. Gucken mal. Ich wittere hier die ganze Zeit irgendwie so einen Hinterhalt, wo man uns überfallen will oder so. Weiß nicht warum, aber ganz wohl fühle ich mich hier nicht in der Spielwelt. Und was uns da jetzt gleich in Vlados Shop erwartet? Ach, da sind wir schon. Ein klassischer, gut sortierter Laden. Pack das Ding mal hier. Das weiß man auch nicht so ganz, was uns jetzt hier erwartet. Ah ja. Vlados Tools. Ah. Vom letzten Umtrunk noch ein paar. Was ist das? Ah, Wodka. Flaschen übrig. Grüße! Scholek. Scholek. Entschuldigung. Mein Fehler. Es geht sich um Folgendes. Ich hätte gern ein paar Tools. Ach, da haben wir ja einiges. Ein Skalpell haben wir hier. Eine Pickaxe. Einen Spaten. Ein Brecheisen. Ein Küchenmesser. Ein Hammer. Eine Eisaxt. Was ist das hier? Ein Road Sign? Ein universelles Road Sign? Ah ja. Und... keine Ahnung, wofür wir das brauchen, aber ich habe alles mal gekauft. Besser ist es. So, das war's auch schon. Danke, tschüss. Jetzt müssen wir zur Police Base und unser Contraband offensichtlich irgendwie loswerden. Dann wollen wir es mal loswerden. Mal kurz gucken, wie wir da jetzt hinkommen. Geradeaus und dann rechts. Alles klar. Ich kann nicht glauben, was ich hier wieder spiele. Es ist verrückt. Es ist der Wahnsinn. Nicht zu sportlich fahren. So, hier müssen wir irgendwie abbiegen. Ist das hier schon? Ja. Hier. Abgesperrt alles. Nicht, dass wir hier auch bald ohne Frontscheibe rumfahren müssen, wie die Autos da in der Zollkontrolle. Müssen wir mal kurz gucken. Doch, ist noch richtig. Hier muss das jetzt irgendwo sein.
Ah ja. Da vorne. Die örtliche Polizeistation. Na gut. Отлично. Ну, пошед говорить с офицером Новоковым, аж приказны его всем забрану контрабанду. Okay, jetzt müssen wir einmal raus und zu diesem Officer. Dann machen wir das mal. Grüße! Ah, Moment, ich muss irgendwas hier runternehmen. Jetzt haben wir... Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Muss ich das erstmal... Oh. Ah. Komm, machen wir es jetzt... Machen wir es einfach so. Grüße Sie. Hallo. Ich hab was dabei. Lol, wir werden dafür bezahlt. Hier geht alles über Geld. Na, besser ist es, ne? Ja, ich hab noch ein bisschen mehr. Wenn das so ist, dann gebe ich hier natürlich alles. Ich dachte, ein bisschen was kann ich mir einstecken für Eigenbedarf. Aber wenn das so ist, dann... Könnte hier noch ein bisschen was loswerden. Das wusste ich jetzt nicht. So, ein paar diverse Alkoholkanister, die wir aufgetrieben haben. Dann noch Waffen. So. Ich glaube, wir können ihm das überhaupt alles geben. Ah ja. Reicht durch Drogen. Ich fühle mich hier halb illegal. Aber scheint ja alles so gewollt zu sein. So. Und dann wird auch das nochmal. Also kann ich so machen. So. Dann wird auch das nochmal verkauft und irgendwas nehmen wir uns hier noch. Die Schaufel oder so, nehmen wir uns noch mit in das Inventar. Gut. Dann geht es zurück. Zum Border Post. Zu unserem Kontrollposten. Außenperspektive gibt es, glaube ich, nicht. Also jedenfalls habe ich noch nicht die Taste gefunden, bei der es funktioniert. Wir haben schon mal so ein bisschen rumprobiert, aber... Bis jetzt erfolglos. So. Sonnenuntergang, langsam wird's dunkel. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass noch irgendwas passiert. Aber ich glaube, heute ist tatsächlich ein entspannter Dienst hier. Parken wir. Müssen wir es genauso parken wie vorher? Ah! So. Grüße, hab mir einen Spaten gekauft. Falls Fragen aufkommen. Dann gehen wir mal wieder zurück und müssen jetzt offensichtlich wieder in unseren Wohnwagen. Das heißt, die Schicht wird wieder beendet. Wie es weitergeht, das werden wir uns dann in der nächsten Folge anschauen, weil die Folge ist jetzt schon relativ lang. Mir macht das Spiel auf jeden Fall Spaß. Ich finde es irgendwie skurril und lustig zugleich. Mal gucken, was uns noch so erwartet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt eure Meinung zum Spiel gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.